Hallo, schön, dass du meinen Kanal gefunden hast. Ich bin Julia Katan, Autorin, Life und Love Coach und ich bin hier für dich, um dir Impulse zu geben, um deine toxischen Beziehungen, die du wahrscheinlich kreiert hast, zu lösen, um deine Liebesabhängigkeit zu erkennen und zu heilen. Heute geht es um die große Frage, wie du aus der Leere in die Fülle kommen kannst. Ja, das ist so ein Wort, die Leere mit 2 E. Eine große Herausforderung. Und ich habe meine Erfahrungen mit dieser Leere machen müssen, als ich jung war, so zwischen 20 und 30. Und ich bin heute froh, dass ich das erlebt habe, auch wenn das eine sehr brutale Zeit war und ich wirklich sehr gelitten habe unter Gefühlen wie allein zu sein, abgeschnitten zu sein. Ich habe regelrechte Panikattacken erlebt und zwar über eine lange Zeit, einen langen Zeitraum, über ein halbes Jahr. Und ich weiß auch, wie es sich anfühlt, komplett hoffnungslos zu sein und das Gefühl zu haben, ein Sonderling zu sein, ein Alien. Warum? Weil in der Zeit, als mir das passiert ist, war es sehr schwer, mit anderen darüber zu sprechen. Zum Glück hatte ich meine Spiritualität, ich war also nicht komplett lost. Und meine Spiritualität ist auch tatsächlich mein Rettungsanker geworden, sodass ich an einem bestimmten Punkt die Tür aufstoßen konnte zum Licht, zu der Fülle, zu der Schöpferenergie, zum Universum, zu der kosmischen Lebenskraft. Das hat eine totale Verwandlung mit sich gebracht in mir. Eine Verwandlung, die immer weiter und weiter ging und die mein Leben komplett verändert hat. Ja, und ich wünsche mir einfach, dass ihr den Mut findet und die Zuversicht, diese Situation in euch ja anzugehen, zu konfrontieren, darüber zu sprechen. Und dass auch Gefühle wie Scham wegfallen können, das wünsche ich mir so sehr, damit ihr versteht, damit du verstehst, hey, es gibt Gründe dafür, dass ich mich so abgeschnitten fühle, damit habe ich überhaupt nichts zu tun, im Sinne von, ich kann da gar nichts dafür, zumindest nicht in diesem Leben. Und ich bekomme hier eine Möglichkeit, eine Lektion, mich zu erweitern. Und die Verbindung zu der allumfassenden Liebe zu finden. Und Hand aufs Herz. Wer von euch würde sich denn nach der liebevollen Kraft des Universums sehnen, nach innerer Freiheit und Stabilität, wenn ihr nicht leiden würdet? Es gibt bestimmt Zeiten, wo du einfach nur darauf fixiert warst, oder derzeit bist, einen Partner zu haben, zu finden. Gestern war Valentine's Day, der Tag der Paare, der Romantik und auch der Tag, an dem viele Singles, die kein Date haben und keinen Partner am Start haben, sich fragen, wie lange sie denn noch warten müssen auf Mr. oder Mrs. Right. Und diese Fixierung auf einen Menschen zeigt ja etwas, nämlich der Wunsch, Liebe zu empfangen und Liebe zu teilen. Und das ist ja vollkommen richtig so. Nicht sich zu fixieren, aber sich das zu wünschen. Natürlich ist diese liebevolle Kraft zwischen einem Paar der helle Wahnsinn und wunderschön, verliebt zu sein, in einer Beziehung zu sein, mit jemandem gemeinsam durchs Leben zu gehen, am liebsten Händchen halten vielleicht oder auch nicht. Aber natürlich ist es erstrebenswert, diese Person zu finden, mit der man sogar vielleicht auf Augenhöhe durchs Leben gehen kann. Nur die Frage ist ja, geht es in diesem Leben nur darum, den passenden Topf für meinen Deckel zu finden? Geht es nur um Partnerschaft, Liebe und Zweisamkeit? Oder was ist denn mit dir? Oder worum geht es denn vielleicht noch? Und ich arbeite jetzt schon seit 12 Jahren als Life- und Love-Coach und warum mache ich das denn noch? Also ganz ehrlich, es gab jetzt eine Zeit, da habe ich mir eine Auszeit genommen, die war auch sehr lang
weil ich auch das Thema Beziehung an sich zwar immer noch spannend finde, aber weil ich immer weiter in die Tiefe gehe und mir auch wünsche, Menschen diese Tiefe zu vermitteln, die sich danach sehnen. Worum es mir geht, ist dir zu vermitteln, dass diese Leere die andere Seite der Medaille ist. Denn in dir ist es nicht leer, es fühlt sich nur so an. Seit ich die Erfahrung gemacht habe mit dem Licht, mit der Liebe, die im Leben selbst zu finden ist, der universellen Lebenskraft, der Lebensenergie, möchte ich das mit jeder Frau teilen, die auf dem Schlauch steht und sich das weder vorstellen kann, noch das Gefühl hat, selbst an den Punkt zu kommen, wo sie diese Erfahrung machen kann. Warum? Weil es einfach mein Auftrag ist in diesem Leben. Das fühle ich ganz tief in mir, weil es meine Gabe ist, dich zu ermutigen und weil ich nicht umsonst diese leidvolle Erfahrung gemacht habe, die Leere mit 2E zu erleben, das Gefühl dieser Verlorenheit, Sinnlosigkeit, das Gefühl, nicht gesehen zu werden, vom Universum vergessen zu sein, keine Verbindung zu bekommen. Das habe ich ja nicht einfach so erlebt und dann gedreht, sondern es hat einen höheren Sinn und der höhere Sinn ist, dich daran zu erinnern, dass du auch diese Erfahrung machen kannst und sollst und darfst. Und hey, die Zeit dafür ist da. Denn jetzt im Jahr 2022 ist es so deutlich, dass Spiritualität komplett auf dem Vormarsch ist. So viele Experten und Autoren und YouTuber beschäftigen sich mit dem Thema Selbstliebe, Toxic Love, emotionale Abhängigkeit und vielen, vielen Themen, die einfach ja die ganze Spiritualität, den ganzen Bereich abdecken. Und das war vor ein paar Jahren in Deutschland noch nicht so. Also ich freue mich sehr über diese Entwicklung. Nichtsdestotrotz ist es für viele sicherlich auch noch schwer vorstellbar, wie man diese Theorien oder diese schönen, sage ich mal, Podcasts und so weiter in die Tat umsetzen kann. Und jetzt kommt wieder die Lehre ins Spiel, warum die Lehre auch eine wirklich große Chance ist und ich sage mal sogar, wie die Lehre dich lehren kann. Und zwar einfach dadurch, dass du ja in der Lehre etwas fühlst, einen Zustand, aus dem du herausfinden möchtest, unbedingt, der schmerzvoll ist, der quälend sein kann, brutal, über den du wahrscheinlich kaum mit anderen sprechen kannst. Das ist eine Sache, du warst den ganzen Tag aktiv, warst für andere da, hast deine Tiere versorgt, dein Kind versorgt, hast im Job alles gegeben, die Wohnung geputzt, ja, alle glücklich gemacht. Und dann willst du dir eigentlich mal eine Zeit für dich nehmen und die benutzen, um vielleicht ein spirituelles Ritual, was du hast, zu zelebrieren oder einfach mal wieder es dir gut gehen zu lassen. Und bam, kommt so eine Traurigkeit um die Ecke. Die Traurigkeit in dir macht sich breit und das Gefühl, was soll das alles? Wer bin ich? Was ist der Sinn? Wann finde ich eine Person, die mich sieht, mit der ich gemeinsam durchs Leben gehen kann. Ich möchte mich verbunden fühlen. Und diese Traurigkeit kann eine große Chance sein, nämlich sich hinzusetzen und zu sagen, ich bleibe jetzt so lange hier sitzen und schreibe auf, was ich fühle und meditiere darüber, bis ich diese Traurigkeit verändert habe, bis ich einen Schritt weitergekommen bin. Oder wie es in meinem Fall sogar damals war, ich habe mich hingesetzt, ich chante ja mein Magic Mantra Nam-myoho-renge-kyo seit schon 33 Jahren. Das ist einfach so ein wundervolles Tool. Ich bin so dankbar, dass ich das praktizieren kann. Wenn du dich dafür interessierst, ich habe hier auch 3 Videos am Start auf YouTube, wo du einfach mal das ausprobieren kannst. Das Mantra Nam-myoho-renge-kyo langsam chanten ist ein Video, das Mantra etwas schneller chanten und auch ein Erklärbär-Video
die Bedeutung des Mantras Nam-myoho-renge-kyo. Also, ich habe mich damals hingesetzt in meiner Verzweiflung. Ich habe geheult, ich habe geschrien, ich habe mich so verloren und alleine gefühlt. Ich hatte so einen Liebeskummer, ich war verlassen worden und ich habe gesagt, the fuck, was soll das alles? Ich will doch einfach nur glücklich sein und mich verbunden fühlen. Und dann habe ich mich hingesetzt und habe gechantet. Ich gebe zu, teilweise 2 Stunden am Tag. Genauso lange habe ich auch geweint. 2 Stunden weinen, 2 Stunden chanten. Und habe wirklich diese Herausforderung angenommen und habe gesagt, ich möchte das Licht erleben. Ich bleibe jetzt so lange hier sitzen, bis ich lächeln kann. Ich möchte das Licht am Ende des Tunnels sehen. Und diese meine Entschlossenheit war der Grund, die Ursache dafür, dass ich dieses Licht auch erleben konnte. Denn es gibt ja diesen Satz, klopfe und es wird ja aufgetan. Und ich bin nicht bibelfest, okay? Aber dennoch, es gibt Wahrheiten, die sind einfach so. Und das habe ich einfach erlebt. Und seitdem ich eines schönen Tages dann erleben konnte, wow, du bist eins mit dem Leben selbst. Das Leben hat dich geschaffen. Das Universum wollte, dass du da bist, dass du hier bist. Mit deinen 500 Billionen oder wie vielen Zellen, die alle am Start sind, jeden Tag. Für mich, damit ich leben kann. Mach was draus. Komm zurück in dein Zentrum, deine Kraft. Erinnere dich, wer du wirklich bist. Ich habe mich auf die Suche begeben nach diesem Licht. Und das ist auch dein Job. Wenn du traurig bist, kann es sein, dass du so traurig bist, dass du auch kraftlos bist. Das ist ganz normal. Und ja, vielleicht musst du dann einfach in die Badewanne oder unter die Bettdecke und dich verkriechen. Aber nicht ein Leben lang. Irgendwann kommt der Punkt, vielleicht nach 1-2 Tagen oder Wochen, wo du merkst, okay, jetzt ist wieder ein bisschen mehr Kraft da. Und dann machst du den nächsten Schritt und schreibst auf, was dich so quält oder belastet. Such dir jemanden, mit dem du sprechen kannst. Such dir einen Coach wie mich. Ich gebe dir so viele Impulse. Du kannst so viel verstehen aus der Vogelperspektive, worum es sich wirklich bei dir dreht. Und dann such dir Meditationen. Es gibt so viele auch im Netz geführte Meditationen. Such dir ein Tool, was dir wirklich Kraft gibt, was dir Freude macht. Freu dich darauf. Etwas, was dir dabei hilft, deine Lebensenergie zu stärken. Wie zum Beispiel dieses Magic Mantra Nam-myoho-renge-kyo. Ich kann nur sagen, probier es einfach mal aus, es lohnt sich. Und du kannst mir auch gern eine E-Mail schreiben dazu, wenn du Fragen hast. Auf jeden Fall ist es so, dass die Leere in mir oder das Gefühl dieser Leere, der Neustart, der Impuls, der Grund war, dass ich mich auf die Söckchen gemacht habe und alles gegeben habe, um in die Fülle zu kommen. Erstmal in mir. Ich rede jetzt noch gar nicht von der Fülle im Außen, die dann natürlich auch möglich ist und sich zeigt. Nur dieses Manifestieren im Außen von Dingen, von Sachen, von Situationen, von Menschen, das ist absolut legitim und es macht auch Spaß und das habe ich auch sehr, sehr lange gemacht. Man kann ja auch chanten, um Dinge anzuziehen, auch ohne das Magic Mantra funktioniert natürlich immer das Gesetz der Anziehung, aber dieses Mantra hat die Entwicklung total beschleunigt und die Dinge sind total schnell zu mir gekommen. Nur, was habe ich denn von einer Fülle im Außen, wenn ich innerlich leer bin? Ja, wie ist es denn, wenn irgendwelche Superstars davon erzählen, dass sie super erfolgreich sind und total deprimiert, weil es sie eben nicht glücklich macht, der Erfolg und der Ruhm alleine oder nur das Geld, sondern da gehört eben auch noch die Verbindung zum Leben selbst hin. Also vom Leben geführt zu sein, von seinem höheren Selbst geführt zu sein, auf deine Intuition zu hören, dich mit dem Schöpfer verbunden zu fühlen. Das ist einfach der Himmel auf Erden für mich. Seit ich diese Erfahrung gemacht habe, ist nie wieder ein Gefühl von totaler Leere eingezogen. Egal, wie sich im Außen meine Situation verändert hat,
Ich konnte immer wieder zu meinem Zentrum zurückfinden. Das erfordert allerdings auch eine Bemühung. Das ist auch klar, Widmung. Deswegen sind Morgenrituale so wichtig. Finde für dich heraus, was dir wirklich Kraft gibt und mach es. Und wenn es ist, dass du morgens um den Block rennst, was nicht mein Ding ist, so früh morgens um den Block zu rennen, aber hey, oder durch deine Wohnung tanzt oder Yoga machst, 10 Minuten oder 20 Minuten meditierst und von dort aus in den Tag startest, sodass du die Verbindung, die du dann suchst, wirklich aktivierst. Denn wir sind immer verbunden mit der universellen Lebensenergie. Wir merken es nur nicht, weil es so viele Zensoren und Blockierungen in uns gibt, so viele Zweifel und verwirrende Gedanken, dass wir überhaupt keinen Raum schaffen für diese Verbindung. Und deswegen ist diese Leere auch was Positives, wenn du sie siehst als Raum, Raum für Neues. Und das Neue ist tatsächlich dieses absolute Gefühl der Verbundenheit bzw. der Glaube und das Wissen, verbunden zu sein. Ich muss wirklich sagen, dass ich so im Rückblick froh und dankbar bin, dass ich mich zwischen 26 und 28 so krass entwickeln durfte, auch wenn es wirklich schrecklich wehgetan hat und schmerzhaft war. Aber wäre mir das so nicht passiert, hätte mich damals mein Freund nicht verlassen, hätte ich diese Entwicklung nicht machen können und dann würde ich jetzt hier nicht sitzen und zu dir sprechen. Genau. Das war heute ein sehr mystischer Ausflug für die ein oder andere vielleicht. Für mich ist es der ganz normale Wahnsinn. Ich lebe mit dieser Verbundenheit und erlebe die besonders natürlich in der Natur. Auch das ist so wichtig und wirkungsvoll, immer wieder in die Natur zu gehen. Die Natur ist voller Schöpferenergie. Ja? In der Natur schlägt der Puls des Universums. Und wir haben Augen, um das zu sehen und Sinne, das zu sehen. Und wenn wir uns wirklich mal die Zeit nehmen und ganz bewusst in die Natur gehen, da bekommen wir so viel Energie zurück, es lädt uns so auf. Geh mal raus und umarme einen Baum oder setz dich auf die Erde. Fass wirklich in die Erde, fühle Mutter Erde, die dich trägt und schau in den Himmel, in die Wolken, in die Weite. Lass dich von der Sonne wieder aufladen. Sei mit deinen Tieren zusammen, wenn du Haustiere hast oder schau dir die Vögel an. Und dann siehst du, alles ist im Rhythmus. Alles unterliegt dieser wundervollen Lebensenergie und das Leben selbst ist kostbar und du bist nicht getrennt davon. Du bist keine Ausnahme. Du wurdest nicht vergessen, sondern du hast einfach traurige Erfahrungen gemacht. Du hast das Gefühl erlebt, einsam zu sein, abgeschnitten zu sein, wahrscheinlich schon als Kind. Und diese Prägungen haben Glaubensmuster in dir hinterlassen, sodass du mit der Traurigkeit, die hochkommt, wenn du glaubst, du bist abgeschnitten und wenn du dich einsam fühlst, nicht umgehen kannst. Und nochmal, das ist der Moment, wo du eigentlich sagen kannst, ja, es fühlt sich nicht gut an, ja, es ist brutal, aber ich freue mich jetzt, tiefer zu gehen. Ich entschließe mich jetzt, in die Tiefe zu gehen und den Schalter zu finden und die Situation in mir rumzudrehen, um die Tür, die Pforte zu dem Licht zu öffnen, von dem alle sprechen. Hallo Licht, ich bin ready, ich will dich sehen. Hallo Schöpfer, hallo Universum, ich will gebeamt werden, ich will verbunden werden, ich möchte diese Lebensenergie in mir fühlen. Und ja, wenn du diesen suchenden Geist hast und wenn du diese Sehnsucht, diese Lichtsehnsucht in dir hast, dann wird aus der Liebessucht eine Lichtsehnsucht. Und die ist so wundervoll, wenn sie sich erfüllt, dass du darüber dann Bücher schreiben kannst. Ich hoffe sehr, ich habe dich ermutigt. Und du schaust jetzt einfach mal, was deine Meditation sein kann. Probier doch einfach mal das Magic Mantra Nam-myoho-renge-kyo aus oder mach geführte Meditationen mit.
besuche ein Seminar oder gehe in die Natur, meditiere, was auch immer du ausprobieren möchtest, tu es und lass die Leere zu, kick sie nicht weg, wehr dich nicht dagegen, sondern setz dich dem aus, wovor du Angst hast, aber mit der Entschlossenheit, du möchtest das Licht am Ende des Tunnels sehen und erleben. Und ich garantiere dir, wenn das dein Spirit ist, dann machst du wundervolle Erfahrungen, mit denen du so gar nicht gerechnet hast. Und wenn du Erfahrungen damit gemacht hast, dann lass mich das doch wissen. Du kannst mir eine E-Mail schreiben oder kommentiere hier. Ich freue mich, wenn du meine Unterstützung brauchst für ein Coaching, Telefoncoaching mit mir, dann besuch doch meine neue Website www.juliakatan.com. Der Frühling steht in den Startlöchern. Jeder Winter wird zum Frühling. Ich freue mich, von dir zu hören. Und bis zum nächsten Podcast. Alles, alles Liebe. Deine Julia. Ciao, ciao. Es ist so ein grauer Morgen irgendwo im Traumland. Ich werde dir Kräfte borgen, bis du wieder